Sauerland wurde 2010 gegründet von mir und von meinem Mann. Wir machen das viel zusammen. Ich kreiere und mache so kreative Sachen und er kümmert sich über Verkauf. Ich habe unsere Vornamen und Nachnamen, diese Buchstaben zusammen gemischt und entstand Sauerland. Das ist nur so ein Spiel mit unseren Buchstaben. Schwer zu sagen, was mein Label hat und andere nichts haben, aber ich stehe nur für ganz weibliche Kleidungsstücke. Für mich ist wichtig, oder auf erster Stelle stehen Kleider, danach Röcke und ich mache ganz, ganz wenig Hosen, weil ich finde, Frau mit Kleid und Röcke wirkt viel eleganter und weiblicher und das ist für mich auf erster Linie. Dann, ich achte darauf, dass Kleider sind figurbetont, aber trotzdem relativ geschlossen und Frau wirkt immer angezogen. Ich habe keine richtige Inspirationsquelle. Ich suche immer Farben, dann fahre ich nach Paris zum Stoffmesse, suche Stoffen und dann beim Musik hören oder irgendwie beim Reisen, dann kommen Inspirationen. Aber es ist nicht, dass ich habe eine Thema und nur in diesem Thema finde ich meine Sache. Nein, das ist immer unterschiedlich. Das ist ein bisschen schwierig. Kreativ sein, aber trotzdem, dass Leute das tragbar finden. Ja, weil viele Sachen sind kreativer, das, was man nicht anziehen kann. Ich achte darauf, dass meine Kleidungsstücke sind designsanspruchsvoll, aber trotzdem das, was man immer anziehen kann, ob das im Büro oder irgendwas bei bestimmten Anlass. Ja. Für mich ist wichtig, dass meine Stoffe sind hochwertig, dass sie aus Europa kommen. Ich bestelle meine Stoffe aus Frankreich und Italien. Und natürlich Großanteil soll Naturstoffen sein, nicht so viele Kunststoffanteile in meinem Kleidungsstück. Und natürlich, ich achte darauf, dass es wird gut genäht, ganz hochwertig und natürlich beim Tragen es immer gut in Form bleibt. Die immer weiblich und elegant wirken wollen. Keine Altersgruppe? Nein, keine Altersgruppe, weil das ist immer schwer zu sagen. Es kommt darauf an, welche Lebensziel haben Frauen. Es können Frauen mit 20 Jahren noch mit eleganten Kleidern laufen, aber auch mit 50 mit Jeans und zerrissenen Jacken. Darum Altersklasse ist es schwer zu bezeichnen. Ich habe leider noch keine eigene Geschäft, das ist noch Ziel für uns, aber es gibt einige Boutiquen in unterschiedlichen Städten in Deutschland und auch in Russland, wo man Kleider kaufen kann. Show, das ist so ein bisschen Präsentation und interessante Sache. Und jetzt, wir gehen natürlich zum Messen, zum Verkauf. Nächster Termin findet in Düsseldorf statt, in der Galerie. Danach geht nach Russland und dann gucken wir, was ankommt.